Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Bro. Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe endlich wieder nach so langer Zeit ein neues Brawler-Konzept-Video für euch, wo ich euch ganz viele neue Brawler vorstelle, mit Aussehen und so. Ihr werdet es gleich alles sehen, Leute. Ich bin mega gehypt. Es ist wirklich wichtig, dass ihr bei diesem Video Support zeigt. Gönnt euch das Video komplett bis zum Ende. Denn beim letzten Video habt ihr das auch getan und einfach meine Brawler-Idee hat es ins Game geschafft. Denn ich hatte euch einen Brawler vorgestellt, der ein Cowboy ist und seine Ulti ist es, dass er die Gegner zu sich ranzieht. Und das ist jetzt tatsächlich in Brawl Stars reingekommen. Zwar kein Cowboy, aber seine Ulti wurde übernommen. Die von Jean ist einfach die gleiche Ulti, die ich euch vorher vorgestellt habe und ich mir ausgedacht habe, Leute. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr das Video teilt, denn eventuell schaffen es wieder die nächsten Brawler-Ideen, die ich euch gleich vorstellen werde, ins Spiel rein, Leute. Das wird so heftig sein. Also, ich werde jetzt erstmal eine Runde Showdown spielen und danach fange ich an mit dem ersten Brawler. Ich habe nur noch Jean, sonst habe ich jeden Brawler Max Level, Max Trophies. Alter, Leute, es wird ernst. Und, Leute, zum Anfang des Videos, zum Weltfrauentag, Glückwunsch an alle Frauen. Ziehen wir erstmal eine Big Box. Eine gratis Big Box. Das schmeckt auf jeden Fall. So, direkt mal. Zack, Digga. 53 Münzen. Oha, Digga. 66 Tokens. Oh, Dankeschön für euer Abo, Leute. Und was ziehen wir noch? 3 Event-Tickets und komm bitte Gems. Jawoll, Digga. Geile Weltfrauentags Big Box. Hat sich gelohnt, Digga. So. Okay, Freunde, wir zocken auf der Map Passage. Das ist übrigens auch eine Community-Map, Leute. Da seht ihr, wie krass Supercell auf die Community eingeht. Oh Mann, ich bin so hyped, Leute, euch gleich die Brawler vorzustellen. Ihr werdet es auch, glaube ich, mies feiern. Ich bin mir sicher. Das sind so geile Brawler. Aber okay, konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Win hier. Und übrigens, Leute, zu dem Gewinnspiel. Ihr habt beim letzten Video nicht die 4000 Likes geschafft. Ihr habt 3000 geschafft. Und deswegen werde ich es bei diesem Video hier nochmal sagen und dazu noch, ich komme euch entgegen und werde die Likes runterschrauben. Deswegen, Leute, wenn ihr auf diesem Video 3000 Likes schafft und das werdet ihr zu 100% schaffen, da bin ich mir sicher, Leute, verlose ich dann safe im nächsten Video dann die 15 Euro iTunes oder Google Play Card. Und ja, oh shit, Leute, da ist ein Bull, wir pushen ihn ein bisschen. Das sieht extrem eklig aus. Ja, er ist direkt down. Der arme Digga. Okay, er hat die Ulti gewastet. Sehr schön. Komm, ich könnte ihn noch ein bisschen pushen. Ja, Digga, das war's mit dem Colt. Komm. Jetzt. So, Digga, er kann sich nicht recovern. Extrem eklig gegen einen Jean zu spielen. Auf Long Range, Leute, ihr seht es. Oh, wir haben jetzt schon 5 Power Cubes, Digga. Extrem gute Runde. Sehr guter Start. Immer hier die Büsche abchecken. Eventuell ist doch hier irgendwo noch einer. Warte, ich hol kurz den Heal-Turm. So. Okay, da ist die Pam. Die halte ich auch mal auf Distanz. Guck mal. Digga, die kann nichts machen. Es leben noch 3 andere Brawler mit der Pam zusammen hier noch. Also insgesamt 4 andere. Die sind irgendwo unten, Mann. Wo sind die? Hier? Nein, lol. Da ist eine Shelly, Digga. Okay. Ah, hier sind die, Mann. Da ist ein Bull. Komm. Jetzt pushe ich die mal hier noch. Ich halte die Pam noch auf Abstand, bevor die mich hier gleich noch pusht. Nein, jetzt habe ich reingekackt. So, der erste ist down. Komm, Bull wird auch jetzt gefinished. So, Digga. Schmeckt. Die Power Cubes hole ich mir auch. Die Shelly ist eh schon safe down. So, die Pam konzentriert sich auf die Shelly sehr, sehr gut. Und jetzt hitte ich die... Oh Mann, Digga. Lol, die Shelly ist einfach draufgegangen. Und ich bin auch down. Okay, wir sind Zweiter geworden. Okay, Leute, jetzt starten wir mit dem ersten Konzept, Mann. Der erste Brawler, den ich euch vorstelle, ist Aijan, heißt der. Und es gibt schon ein Bild mit ihm zusammen. So sieht er aus. Es ist ein Voodoo-Wizard. Und er, Leute, er sieht schon überkrass aus, oder? Was meint ihr? Sieht schon extrem special aus. Er hat eine kleine Voodoo-Puppe in der Hand. Sieht auf jeden Fall böse aus, würde ich sagen. Seine Attacke ist es, dass er einfach einen Voodoo-Strahl schießt. Aber das ist natürlich das Langweilige. Kommen wir zu der Super, das Interessante, Leute. Seine Super ist es, dass er ein Feld um sich rum hat. Und wenn er dann, wenn dann Gegner in dieses Feld kommen, werden sie gestunt. Sie können sich nicht mehr so schnell bewegen.
und auch nicht mehr schießen. Das würde Aijan zu einem mega, mega guten Team-Brawler machen. Er hat 2800 Leben, 280 Schaden per normalen Hit und seine Ulti, also ihr seht schon, er macht wenig Schaden, aber er ist halt ein sehr, sehr guter Team-Brawler durch seine Ulti. Extrem geiler Brawler, Leute, oder was meint ihr? Wenn ihr diesen im Brawl Stars haben wollt, dann schreibt's in die Kommentare rein. Wirklich wichtig, Leute. Okay, das ist erstmal der erste Brawler. Ich hau direkt jetzt den nächsten raus, dazu noch. Das ist jetzt Jojo. So sieht Jojo aus. Auch extrem cool, Digga. Er ist ein Roboter, wie man ihn zum Beispiel von diesem Film oder von diesem Nintendo-Spiel, glaube ich, es ist. Dieses Spiel, wo Roboter gegeneinander spielen und mit ihren Fäusten so gesehen schießen. Das macht Jojo auch. Er schießt seine Fäuste zu den Gegnern hin. Und ja, extrem cool. Er hat 450 Leben, ist ein starker Brawler, macht 450 Schaden per Hit und 1000 Schaden per Hit mit seiner Ulti. Oh shit, seine Ulti wäre es, dass er beide Fäuste auf einmal schießt, die eine extreme Range und extremen Schaden haben. Und ja, Leute, ist auf jeden Fall ein mega, mega cooler Brawler. Schreibt mal in die Kommentare auch dazu, welchen Seltenheit diese Brawler haben würden. Zum Beispiel Voodoo würde ich als legendär einstufen, weil er wirklich überkrank ist. Man könnte bestimmt so krasse Taktiken mit ihm ausüben. Den Jojo würde ich als... Ich würde den als super selten einordnen. So als schon, den darf man nicht so schnell kriegen, aber auch nicht zu schwer. Da müsste schon super selten sein, würde ich sagen. Oder was meint ihr, Leute? Das waren jetzt die ersten zwei Brawler, die ich euch vorgestellt habe. Die nächsten kommen gleich. Wir zocken jetzt erstmal wieder eine Runde Showdown. So. Wollen wir noch weiter mit Genie spielen? Komm, eine Runde Piper machen wir. So, Leute. Hashtag Gönnung. Ihr wisst Bescheid. So. Das wird spannend werden. Also hier ist direkt ein Colti-Line. Zack, Digga. Oh, Mann. Oh, Mann, Digga. Das war so knapp. Er hat schon sein Leben an sich vorbeiziehen sehen. Ich schwöre. Nein, ich treffe ihn nicht. Ich kann nur die Kiste treffen. Leider. Komm. Komm, Digga. Das war's jetzt mit dir. Nein, da ist eine Box. Lol, die habe ich einfach gar nicht gesehen, die hier. Was ist denn da los, Digga? Die Box habe ich niemals gesehen. Wie habe ich das nicht gesehen? Der ist hier. Der will mich holen. Okay, warte. Hier geht mehr ab. Hier geht mehr ab. Zack, Digga. Finish ihn. Finish ihn doch. Jawoll. Digga, ich dachte schon. Der wollte schon mit dem Team, der Noob. Aber okay, Digga. Es ist auf jeden Fall eine spannende Runde. Ich habe immer noch 0 Power Cubes. Ist nicht gut für mich, aber ich gebe trotzdem mein Bestes, Leute. Ich versuche, die alle hier wegzuholen. Zack, Digga. Noch ein süßer Hit. Zack, noch einer. Komm, gib mir den Last Hit. Gib mir doch den Last Hit, du Teamer-Noob links, Mann. 3 Colts einfach. Ich fass es nicht. Es ist doch unglaublich. Komm. Schöner Hit. Schade. Okay, Leute. Es wird schon echt eklig, die Runde. Ich sehe schon. Ich muss wegspringen. Okay. Adios, amigos. Ich bin raus. Nein. Ein Poco. Ey, schlimmer hätte es nicht sein können. Wirklich. Ihr habt es gerade gesehen. Was ein Pech. Okay, warte, wir machen noch eine Runde. Die war kacke, Mann. Ich hatte mies Pech. Noch eine machen wir. Let's go. Und danach kommen die zwei anderen Brawler, die noch krasser sind, Leute. Boah, ihr werdet es nicht glauben. Die sind so heftig, Mann. Okay. So. Auf geht's. Zack. 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 Haben wir. Nein, Digga. Die Pam klaut uns jetzt. Die. Oh, Mann. Hit. Ey, Mann, Alter, es fuckt mich immer so ab. Okay, warte, ich push den Leon. Es könnte einer von links aus dem Busch kommen. Das wäre nicht so gut. Von rechts. Wahrscheinlich links, oder? Holt euch doch alle mal. Was ist das alles für Thema-Noobs, Mann? Hier, Finish, Digga. Karma. Ich schwöre, guck dir den an. Da wäre auch Team. Leute, nein, es ist die Invasion der Teamer. Fünf Teamer gegen mich. Ich verstecke mich. Nein, sie sehen mich. Oh, Mann. Ich muss schnell weg hier. Ich brauche eine bessere Position. Zack, Digga. Komm. Ihn könnte ich kriegen. Nein, jetzt versteckt er sich dahinter. Das war's. Komm. Schöner Hit.
Komm, Digga, hol ihn doch. Ey, es ist doch unglaublich, Leute. Ihr seht es alle, ihr seid alle Zeuge. Es ist so eklig. Ich springe jetzt in Richtung Freiheit, Digga. Lol, Mann. Okay, mal gucken, was hier abgeht. Ich bleibe jetzt erstmal hier, bis sich die Lage hier einigermaßen beruhigt. Da ist ein Primo. Okay, er könnte auf mich springen. Also, ist gefährlich. Ist echt gefährlich, Mann. Okay, Digga, komm. So, da ist auch ein... Da sind die, da kommen die jetzt. Digga, ich fühle mich wie so ein... Beim Zombie-Defense, die kommen alle zusammen gegen mich und wollen zu mir runterkommen. Komm, Digga. Ich krieg euch. Ich krieg euch noch. Ey, Primo ist ganz gefährlich, Digga. Der Primo ist wirklich komplett gefährlich. Nein, er kommt auf mich. Das war's. Leute, ich hab verloren. Ich kann jetzt nur noch... Da ist jetzt noch die Nita drin. Oder der Leon. Es sind doch so ekelhafte Runden, Leute. Ihr seht es. Es ist doch nicht mehr normal. So ekelhaft. Egal, plus zwei Trophies, immerhin. Okay, wenigstens das. Wenigstens kein Minus. Okay, Leute, so. Der nächste Brawler ist Ash. Ash ist ein Flammenwerfer-Brawler. Er schießt einen Flammenwerferstrahl nach vorne, Leute. Ich habe schon mal so eine Idee gehabt und auch vorgestellt, aber jetzt habt ihr auch ein Bild zu ihm. Er sieht so cool aus, oder Leute? Was meint ihr? Er hat 5000 Leben, also er ist wirklich ein Tank. Er macht 1100 Schaden. Er ist aber ein Nahkampf-Brawler, also er hat wirklich keine gute Range. Aber er macht halt so kranken Schaden, Leute. Das ist unfassbar. Seine Super ist es, dass er eine Giftwolke rausschießt, die die Gegner so gesehen vergiftet. Oder man könnte es auch nicht mit dem Vergiften machen, sondern einfach eine Giftflamme, die auf dem Punkt erstmal schweben bleibt. Und wenn er dann einmal einen Flammenstoß in diese Giftwolke macht, entzündet sich diese Giftwolke. Und da wird halt alle Brawler, die in dem unter der Giftwolke sind, würden extremen Schaden kriegen. Ihr seht es, 1500 Schaden per Sekunde. Das ist extrem viel, Leute. Ein unnormaler Brawler, oder was meint ihr, Leute? Ich würde ihn zur Seltenheitsstufe episch zuordnen. Was meint ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare rein. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Der nächste Brawler ist ein legendärer Brawler, denn er ist so krank, Leute. Seine Ulti ist es, dass er sich in vier teilt. Also er spawnt drei Klone von sich, die nicht so viel Leben und Schaden wie er machen. Aber es sind halt kleine Klone, wie man es zum Beispiel von Terras Ulti kennt. Dieser kleine Ninja-Klon. So wäre es jetzt bei dem Brawler Clone, so heißt er, so habe ich mir den Namen ausgedacht. Und ja, die Klone würden dann spawnen und sie sehen halt wirklich identisch aus wie der normale Brawler, haben halt so eine Fake-Lebensanzeige und rushen halt zu den Gegnern hin. Das wird so krank sein, oder Leute, was meint ihr? Das sind auf jeden Fall die vier neuen Brawler, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte, Leute, es ist wirklich wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen, teilt dieses Video euren Freunden, schickt das einfach per Link euren Freunden, gebt auf jeden Fall ein Like, nicht nur wegen dem Gewinnspiel, sondern einfach auch, damit es diese Brawler ins Game schaffen. Wir haben es bei dem letzten Brawler geschafft und hoffentlich schafft es einer dieser Brawler wieder ins Spiel, Leute. Ich würde mich mega freuen und ich denke mal, ihr auch. Und ich beende das Video jetzt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Brawl Stars Video verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns später beim neuen Video. Haut rein, euer Brawl Bro und ciao!